Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Force of Nature. Wir haben jetzt zwei Hühnchen am Goggel, einen stolzen Goggel da oben und eine Henne, eine schicke Henne. Wir wollen uns jetzt eine bessere Waffe machen. Dazu brauchen wir hier die Werkbank. Ich habe jetzt hier einen Knüppel gemacht. Und aus dem Knüppel werden wir jetzt was Besseres machen. Den steinbesetzten Knüppel. Da brauche ich noch einen Hammer dazu. Hammer, Steinhammer. Okay. Ich würde gern eigentlich den da machen, aber da brauchen wir so Klauen von Tieren und da haben wir nicht genügend. Also wird es der Stein. Wir können noch waiting. Okay, muss noch warten, bis er fertig ist. Dann können wir den Steinknüppel bauen. Stone Studded Cutgill. So, haben wir fertig. Rausnehmen. Stone Studded Cutgill. Geht fix. Jo. Dann könnten wir mal parallel Seile machen. Für weitere Fallen. Not enough space for rope. So, Seile werden gemacht. 94%. Take all. So, wir haben eine neue Waffe. 21 Schaden, okay. Der andere hatte 20 Schaden. Viel Unterschied ist da nicht. So, gebäudetechnisch. Zäune könnte man machen. Ich überlege gerade für die Hühner. Ist das mal zu aufwendig? Fans 4x1, 2x1, 3x1, was soll das heißen? Oh, Nägel brauchen wir dafür. Das ist schon mal schlecht. Gate, Fence, Corner, Gate. Oh, ein Saatbeet, Cooking Table, Barrel. Saatbeet, Plank und Soil. Also ein Saatbeet wollen wir auf jeden Fall machen. Brunnen brauchen wir dann für Wasser. Oh, das ist auch ganz schön aufwendig. Cooking Table. Oh, der ist auch aufwendig. Ja, wir haben einiges zu tun. Also als erstes machen wir das Saatbeet. Das heißt Planken und Erde. 15 Erde. Brauchen wir unseren Stecher hier wieder. So, die gibt es hier direkt vor der Hütte. Das sammeln wir ein. Ich muss die Position wechseln, weil jetzt doch hier droppt schon noch was. Also die Bewegung schaut irgendwie komisch aus. Okay, es kommt nichts mehr. Ich gehe mal hier hin. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. So, 17 Stück reicht. Dann brauchen wir Holzplanken. Wie viel braucht man da? Siebet, 10 Holzplanken. Holzplanken, 3 Stück. Ah, sehr schön. Eine haben wir schon. Passt. Not enough space. Wenn wir hier ausleeren, dann geht das. Perfekt. Zaun würde ich schon gerne bauen für die Hühner. Aber ich glaube, da brauche ich. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen Bäume hacken. Viel Holz. Ich gehe mal in diese Richtung, wo man noch. Genau.
Hier können wir die Schneise freischlagen, dann können wir hier den Weg besser benutzen. Und Holz brauchen wir ja sowieso. Und Äpfel bekommen wir auch noch. Das ist eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Also für die Bäume. La 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 la. Das haut mal über die Ausdauer ab. Haben wir was für Ausdauer? Apfel ein bisschen oder sonst haben wir nichts für die Ausdauer da. Schade. Aber der Apfel hilft ein bisschen. Dann essen wir den Apfel. Das ist eigentlich eine Verschwendung. Wenn wir volle Gesundheit haben, ist es eigentlich Verschwendung, einen Apfel zu essen. So, den einen Baum mache ich noch. This tree is the last tree. Und wir sind erschöpft. Können nicht mehr schnell gehen. Das harte Leben auf der Insel, das macht mich total fertig. Bevor ich hier gestrandet bin, war ich auf der Couch. Da war es angenehm. Take all. So, dann können wir das Beet machen. Beet. Oh, das ist aber klein. Das ist aber klein. Also hier rechts neben der Hütte möchte ich die Zäune rummachen und dann gleich direkt mache das Beet hinters Haus. Am besten. Select. Kann ich noch eins machen? Not enough resources. So, wie funktioniert dann das? 2x2. Gibt es ein größeres? 2x2, 4x4 gibt's, okay. Red Magic Chest, Big Sad Bed, Mühle, Lampe, Brickhouse. Seed Beet Plant. Das ist die Frage, was wollen wir einpflanzen? Weizen, Strawberry. Was haben wir noch an Samen? Gucken wir mal kurz, was wir hier pflanzen. Haben wir eigentlich nichts. Eigentlich Weizen oder Kaffee. Kaffee für Ausdauer wäre vielleicht cool. Coffee Seeds. Machen wir mal die Coffee Seeds. Und jetzt. Plant. Achso. List of plants. Black Rose, Coffee Branch, Red Strawberry, Rosemary. Das ist eigentlich alles Blumen, also machen wir den Kaffee. Wir haben kein Wasser. Aktion zurückfahren. Stopp. Wir haben kein Wasser. Brunnen. 30 Planken. Schon geht die Scheiße wieder los. 30 Planken. Kein Problem. Dann. Wo war er denn? 15 Nägel. Nägel haben wir in der Kiste, oder? 5 Nägel. Aber wir haben noch Ingots und wir haben noch Kupferohre. Ich glaube, Kupferohre kann man auch Nägel machen. Tinohre weiß ich jetzt nicht. Gucken wir mal hier kurz. Tin Ingot. Glowing Ember brauchen wir noch. Haben wir auch in der Kiste irgendwo. Ja. Jetzt hauen wir mal hier groß auf. Tin Ingot. Einen. Okay. Copper Ingot. Cool, wir können mit den Coins, die können wir einschmelzen. Cool. Okay, müssen wir jetzt warten. Dann hier. Nägel. Nägel. Für was braucht man die sonst? Ah, ich mach's mal nicht komplett. Aber Nägel brauchen wir auf jeden Fall. Dann müsste der Brunnen
auch gesichert sein. Dann haben wir Wasser, dann können wir was anpflanzen. Dann können wir schon mal ein bisschen mehr mit Ausdauer was machen, wenn wir da was angepflanzt haben. Zaun, ernsthaft Nägel. Das finde ich schon ein bisschen. Barrel. Use for keeping items. Storage Kapazität 10 Stück. Wie viel kann so eine Kiste? Sind es auch 10, okay. Ist eigentlich dasselbe wie eine Kiste. Cooking Table. Planks, Nails und Chucks. Chucks, wie war das nochmal? Chuck. Hier wahrscheinlich. Nö. Wie ging jetzt der Krug? Wie ging jetzt der wieder? Schmiede oder Ofen oder so? Rezepte, da gibt es bloß die Nägel. Rezepte, da kann man bloß einschmelzen. Da kann man die Coins einschmelzen. Wollen wir das machen? Warum nicht? Wieso nicht? Coal Smoker. Da kann man das die Kohle machen. Ah, hier gibt es die Chucks. Mortar, Clay Pan, Melting Pot. Also ich mache mal einen Mortar. 10 Clay müssen wir sammeln. Aber 5 Chucks können wir vielleicht machen. Nee, Clay. Braucht auch Clay. Clay Pan. Okay, dann gehen wir mal Clay holen. Ich glaube hier. Ich weiß nicht, ob ich richtig stehe. Ich sehe es jetzt leider im Dunkeln nicht, ob hier da der Lehm ist. Soil. Soil will ich nicht. Ich kann es im Dunkeln nicht erkennen. Ah, ist das ärgerlich. Hier, was hier? Ich glaube, das war Gartenerde, oder? Soil, ja. Irgendwo war die Lehmstelle, aber ich sehe es jetzt im Dunkeln überhaupt nicht. Hier, glaube ich. Hier? Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Wo war jetzt die Lehmstelle? Ja, jetzt wird es hell. Ah, da war die Lehmstelle. Okay. Wir wissen, das ist eigentlich die Map genauso. Also es ist ja, ich glaube, ich habe gelesen, dass zufällig generiert ist die Map. Schaut die bei dir genauso aus, UX Selters, oder ist die unterschiedlich? Okay, ich brauche da ziemlich viel. Einmal für die Krüge. Und einmal für den Mortar. Müssen wir schon ein bisschen mehr sammeln. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Wie viel haben wir? 21. Machen wir mal 25. Dann sollte es aber reichen. Okay. Bonfire. Einmal den Mortar. Genau. Der braucht jetzt ein bisschen. Hier können wir was rausnehmen. Können wir hier was Neues machen? Kupfer? Nein. 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 Hier können wir nichts Neues machen. Schmiede, die Nägel sind fertig. Den Brunnen wollten wir bauen. Brunnen, well. Ah, 30 Holzplanken. Holzplanken habe ich hier im Inventar. Genau. So, dann können wir den Brunnen setzen. Select. Den Brunnen, den mache ich, den mache ich, den mache ich. Hier so. Mach ich hier so hin.
Mortar ist fertig. Rezepte, Claypan. Chucks brauchen wir 5 Stück. Kann ich bloß 3 machen, okay. Muss ich noch ein bisschen Lehm holen. Ich denke, dass die Map die gleiche ist. Also das glaube ich auch. Ich habe gelesen, dass zufällig generiert sein soll, aber ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, weil das schaut mir sehr danach aus, wie wenn es so durchdacht ist, vor allem mit den Level 2 Gebieten von den Gegnern und so weiter. So, schauen wir, ob das reicht. La-di-da. Rezepte. Oh, jetzt müssen wir warten. Also das finde ich ein bisschen unglücklich, das Warten. Ganz ehrlich, das finde ich ein bisschen unglücklich. Der Brunnen, der dauert auch ewig. Was haben wir denn für Quests? Create a Cooking Table, okay. Egg und Brot machen. Egg und Brot. Eggs. It's harvest time. Oh, ich soll noch mehr Saatbeete machen, okay. Weizen anpflanzen. Was? Die Monster greifen meine Hühner an. Obwohl bei dir ist neben dem Lehmvorkommen auch gleich so. Ich glaube, ich muss meine Tiere doch einsperren. Ich muss jetzt mal gucken, was ist, wenn wir die jetzt füttern. Wo ist denn das andere? Ich würde die mal gern füttern, wenn es geht. Achso, ich habe noch kein Wasser. Oder? Brauche ich für die Wasser? Wie war das nochmal? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ja. Wasser. Wasser. Ist fertig. Wie funktioniert das jetzt? Ach, der macht ständig Wasser oder wie? Okay. So, ich habe mir gerade eine Kuh gefangen. 3 Chucks und jetzt brauchen wir noch 2. Okay, dann hätten wir das auch. Herzlichen Glückwunsch für deine Kuh. So, jetzt können wir hier was anpflanzen. Kaffee. Na, wir brauchen ja Weizen laut den Quests. Select. Okay. Maximal 4 Wasser kommen aus dem Brunnen. Okay. Ja. Ja. Dann brauchen wir als nächstes den Brunnen, den Cooking Table. Also, wir brauchen noch Barren. Die Chucks machen wir gerade. 30 Planken brauchen wir. Select. 30 Planken haben wir. Dann brauchen wir ein bisschen Metallbarren. Kupfer oder Eisenbarren. Die Chucks sind fertig. Okay, dann gehen wir mal nach links und schauen noch mal nach Kupfer oder Eisen ein bisschen ausschau. Dann können wir den Cooking Table auch gleich bauen. Ah, die ist jetzt bloß das blöde Tin. Aber ich glaube weiter nördlich. Das nervt mich ja da, ich will da durchgehen. Hühnchen. Hier hat nicht geklappt. Ah, hier haben wir Kupfer wenigstens. Musste man wenigstens nicht so weit laufen. Du kannst 15 Kupfermünzen in seinen Kupferbahn machen, ja. Ich habe aber keine 15 mehr, ich habe bloß mehr 13. Mal das alles hier klein haben.
Jetzt habe ich natürlich nichts dabei, um die Ausdauer auszufüllen. Das ist blöd. Aber ich glaube, die Sonnenblumenkerne, oder? Wie war das mit den Sunflower Stamina? Okay. Wenigstens die ein bisschen. Können wir die nebenbei futtern? Mache ich mir ein Licht her. Okay, die Kerne, die bringen mal sau wenig. Hoffe, ich werde jetzt nicht angegriffen, weil dann kann ich mich nicht mal wehren. Das wäre ja absolut fatal. Ich habe nichts sonst, was ich essen könnte. Deswegen wollte ich eigentlich das Kaffee-Ding da anbauen. So, wie viel Kupfer haben wir jetzt? 10 Stück. Und das da braucht 4, 5. Okay, das reicht auf jeden Fall. Und ich habe den großen Block. Dann machen wir den kleinen auch noch platt und dann. Ach, dann Gebüsch ist auch noch ein Brocken. Also den kleinen machen wir noch. Sollte man den noch irgendwie schaffen. Auf Stamina. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Okay, passt. Ist noch gefahrlos zurückkommen. Okay, wir können hier Wasser aufnehmen. Take all. Weizen ist angepflanzt, okay. Saatbeet plant. Jetzt machen wir hier mal den Kaffee. Okay, jetzt müssen wir das hier noch verarbeiten. Kupfer. So kann ich da bloß einen Barren machen. Aber ich keine Kohle mehr habe, deswegen. Rezept Kohle. Ich brauche Holz. Holz, 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 Holz. Müssen die schönen Bäumchen wieder dran glauben. Also ich habe das Gefühl, mit dem Tierfangen hat das Spiel ein bisschen eine Flaute gekriegt. Aber jetzt haben wir wieder viele neue Aufgaben und jetzt ist, da wächst die Motivation, dann auch wieder weiterzumachen. Wenn du jetzt natürlich ewig durch die Gegend streifst und hast Netze dabei und das mit dem Tiere fangen will halt einfach nicht klappen, dann ist das ein bisschen frustrierend. Ich habe schon ein bisschen Angst gehabt, dass mir das jetzt das Spiel verdirbt, wenn da mit den Tieren nichts vorwärts geht. Vor allem, weil es ist ja eine Quest, um weiterzukommen. Das ist ja das Schlimme dran. Es ist ja nicht so, dass man halt meinetwegen das, weil man das jetzt machen will, nicht machen kann gerade. Oder weil man jetzt gerade Tiere haben will, sondern das musst du ja machen, um im Spiel irgendwie weiterzukommen. Das ist ja das Blöde dran. So.
So, wir machen wieder Kaffee. So. Schaut sie aus mit der Kohle. Dauert noch. Die Kohle dauert noch. Also es hängt allein an der Kohle. Tja, Smoker, der dauert halt seine Zeit. Wir haben dann 5 Kohle. Wie weit kommen wir mit 5 Kohle? Dann können wir einmal ein Kupferding machen, oder wie? Das ist ein bisschen wenig. Das ist wenig. Komm schon, schieb an. Schieb an, schieb an, schieb an. Wir haben doch keine Zeit. Take all, Rezepte, Kohle. Haben wir nochmal voll Kohle rein. So, dann können wir hier nochmal Kupfer machen. Ein Barren. Also, ein Barren kriegen wir jetzt noch. Was fehlt uns jetzt noch zum Cooking Table? 30. Ah, wir sind schon fertig. 30 Planken haben wir auch. Ah, wir haben es geschafft. Wir können den Cooking Table bauen. So, wo bauen wir denn hin? Küche. Würde ich gerne so hinbauen. Dauert jetzt wahrscheinlich auch wieder ewig hier. So, wenn wir jetzt noch ein Feld hinsetzen wollen, brauchen wir Soil. Soil und Holz. Dann gehen wir noch ein bisschen Soil sammeln. Soil. Können wir noch Felder machen. Meine Hühnchen entfernen sich immer weiter. Ah, die wollten wir jetzt noch füttern, weil ich habe jetzt Wasser dabei. Habe ich noch Wasser? Ja. Dann wollte ich mal gucken, wie das da funktioniert. Weitermachen. Okay, Soil ist fertig. So, jetzt bin ich den der füttere. Feed. Dann bekomme ich ein Ei. Es kommt in 1 bis 2 Level eine Quest, wo man ein Artefakt suchen muss. Es ist auf der Karte ziemlich weit oben markiert. Weit im Level 2 Gebiet und man hat noch immer die alten kleinen Waffen. Also den Knüppel, den du jetzt hast und Bogen. Aber ich habe den Eindruck, dass der Bogen weniger Schaden macht. Okay. Was ist denn, wenn ich den da fütter? Ah, der gibt Federn. Ah. Der Rooster gibt Federn. Und das Huhn gibt Eier. Wenn wir die füttern. Okay. Aha. Get an Egg. Brunnenhammer. Saatbeete und Weizen müssen wir heute noch machen. Also es dauert noch, bis wir auf Level, bis wir ins nächste Level aufsteigen. Federn für die Pfeile. Ah, okay. Tegol Feed. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Jawohl. Alles klar. Das sollen wir mal folgen. Rooster, follow me. Chicken, follow me. Seid schon wieder viel zu weit vom Lager weg. Also ich muss da wirklich einen Zaun bauen. Vor allem wenn dann die Goblins hier mal rumstreifen. Dass wir meine schönen Tierchen nicht... zu
Leibe Rücken Rate hier. Chicken Rate hier. Wieso bin ich nicht mehr gewitelistet? Wie war dein Name nochmal? So, meine Damen und Herren, wir sind am Ende einer Folge. Macht's gut, schaltet wieder ein. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.